Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einem neuen Part von Let's Play Paper Mario. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben das letzte Mal erfolgreich die Schlüssel gesammelt, die wir jetzt brauchen, um sie hier einzulösen. Hier den Mondschlüssel und dort drüben den Sonnenschlüssel. Und siehe da, die Röhre müsste es öffnen. Da scheint etwas auf der Röhre. Lesen. Dieser Weg führt zur Burg des schrecklichen Hugard. Lass alle Hoffnung fahren. Und willst du doch zur Burg, so drücke die beiden Zeiten zur gleichen Zeit. Koopas aus Blütenweile haben hier sicher keine Probleme. Aha. Und dann muss man einfach ganz, ganz schnell für den anderen. Wir machen das am besten. Die Zelle ist irgendwie komisch. Vielleicht kann ich dir helfen, bei Gleis 6 zu aktivieren. Schick mich los und dann X gedrückt. Ah ja, okay, okay. Achso. Ich muss irgendwie von hier aus machen, am besten Eindruck. Noch jetzt ist das dümmsten. Natürlich konnte ich den so hier hinschießen. Aber das heißt, ist er selbstseitig nicht. Was will das hier hin? Was soll der Scheiß? Ich konnte den so. Aber das Problem ist, ich kann ihn halt wenn dann hier dran schießen. Also von Mikkel her müsste es theoretisch gehen. Aber praktisch geht er halt immer dran vorbei. Und hier geht er so, obwohl er Mario ganz anders steht von der Position her. Das reißt es. Weil natürlich. Es vergeht einfach so schnell. Vielleicht wenn ich drauf drücke und dann instant. Lustig. Man muss da irgendwie dahinter stehen. Weil ich reiß halt nicht, wisst ihr, was mein war? Zeitlich geht es jetzt nicht mehr aus. Wenn er hier steht, trifft er das wieder nicht, das macht doch gar keinen Sinn. So, schick mich los, hat nichts gedrückt, ich bleib. Wo, ach so. Hä? Einfach nichts gedrückt halten. Dann bleibt er doch da. Ich halt gerade wirklich X gedrückt.
Ach so. Ah ja, jetzt gerade ist das. Jetzt geht's. Digga, what the hell? Okay, so geht's mal generell. Und lassen wir das jetzt exakt hier so stehen. Jawoll! Ha, muss auch erstmal drauf kommen. Gut, das habe ich Last Week damals auch ein bisschen dumm angestellt. Eventuell. Gar nicht ein bisschen. Alter, wurscht, dann wird die Rohre frei. Das ist das Wichtigste. Und wir können da rein. Wir müssen immer gut, ganz genau mit den Attacken irgendwie das auf dem Zimmer haben, sonst funzt das alles nicht. So, jetzt gehst du aber selber ein paar Meter zurück und du machst das nicht speichern. Weil besser einmal so viel gespeichert als einmal so wenig im Seitensfall. Ihr wisst es halt. So, dann gehen wir rein. Ich will immer den Stick nach unten drücken, um die Röhre zu gehen. Das ist so komisch, dass es bei diesem Spiel einfach nicht funktioniert. Und damals ja die Burg. Bin gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Ein bisschen Schiss. Ah, jetzt auch nochmal einen Speiserpunkt gegeben. Ist wichtig. Na komm. Oh oh. Ja, hier gibt's Leben. Wie viel Leben habe ich denn gerade eigentlich? 19 von 20. Das hilft mir auf, falls ich später nochmal brauche für 6 Münzen. Das ist gut zu wissen, dass das hier existiert. Ich denke, es wird wohl übel später drauf zurückkommen müssen. Aber fürs Erste. Ich kann es mal so lassen, denke ich. So, Lugardsburg. Hier sind wir jetzt also. Bin sehr gespannt. Es ist also Lugardsburg. Brr, tatsächlich, da kriegt man schon weiße Knie. Okay. Ja, das stoppt. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Glück kommt mal hier wieder hoch. So, ich hoffe, man hat das gebrochen nicht so sehr auf der Aufnahme, weil wir hatten leider gerade gebaut und gebohrt. Ich glaube, bei Mikrofon sollten das recht gut rausfiltern. Es kann auch sein, dass man es einfach gar nicht hört oder fast nicht hört. So. Nee, das hilft sogar nichts. Also hier brauchen wir irgendwas, damit wir weiterkommen. Das haben wir wohl doch nochmal zurück. Vielleicht gibt es hier oben irgendwas, was uns helfen könnte. Wäre zumindest mal ein Ansatz von mir, dass man hier oben einfach lang geht, irgend sowas. Jawohl. Ha! Wusste es doch. Das ist smart. Einfach immer um die Ecke denken. Der eine Weg nicht geht, geht der andere safe. So, das Ding lassen wir einfach mal so liegen. Jetzt haben wir jetzt den ersten Griff gemacht. So, Mist. Und wir haben natürlich, oh ja, wir haben wieder viele Fußsauer. Das ist sehr schön. So, wir fangen mal mit dem Cooperling an. Der macht zuerst einen Panzer. Ach, das ist so. Nee. Dann fangen wir mal mit mir an. Ich mache zuerst einen Sprung. Jetzt willst du erst den hier erledigen. Und das haben wir auch perfekt geschafft. Jawoll. So. Der macht erstmal Panzerstoß. Das ist quasi Cooper gegen Cooper. Gut, jetzt habe ich es verkackt. Aber der Panzerstoß ist jetzt auch gar nicht mal so einfach. Hab doch geblockt. Oha. Ja, ist halt dumm, weil ich mein ganzes Leben verliere. Ist auch wurscht und das. Ey, der ist immer noch nicht weg. Ja, die sind gar nicht mal so ohne. Ich habe eh noch ein paar Powerblöcke, aber fürchte, dass ich die Dacher noch einsetzen muss. Ja, danke fürs Werfen von dem Ding. Ich glaube, mit einem Powerblock. Ja, wir haben noch viele. Einen können wir zum Einsetzen. Einsetzen können wir, das sind sehr weit.
Jawoll. Die eine müssen weg, die anderen liegen auf dem Boden, sind quasi fast ganz weg. Der ist mit einem Hammer auch weg. Und der wird mit einem Panzerstoß auch wegkommen. Ja, nee, die Attacke kann ich einfach nicht gut. Das ist einfach leider irgendwie so. Als er wieder aufgestanden, natürlich. Aber jetzt ist er ganz weg, sehr schön. Wir bekommen wieder Sternpunkte, die sind auch richtig und wichtig. Ich habe leider ein paar Leben verloren. Das ist wirklich ungünstig. Hab da, glaube ich, wieder eins bekommen oder vielleicht täuscht es auch nur. Weiß ich nicht. Doch, 17. Das ist ja wieder okay dann. Im Großen und Ganzen. Ich würde einmal vom Gefühl einfach mal vom Gefühl her hier rausgehen. Und dann schauen wir mal, wo wir da ankommen. Ah nee, da sind wir ja gerade rein. Nee, da sind wir nicht rein. Oder sind wir da rein? Nee, wir sind doch von unten durch. Keine Ahnung, wo man da hinfliegt. Ich würde da vom Gefühl her auch erstmal nicht weiter hinterfragen. So ein Mist. Und einfach gleich einen Konter gegeben, richtig und wichtig. Gut, ich will die erstmal mit dem Hammer abplatten machen. Okay, irgendwie hat das weiß nicht, mit den Blocken, das klappt nicht so richtig, weil ich bekomme trotzdem immer was auf die Mütze. Das ist bei den Koopern wirklich extremst. Achso, so, der kann nicht mal irgendwas machen. Macht das eine Soul-Einlage. Das hilft es ja. Ah, das gibt für uns Punkte. Allerdings verlieren wir das leider auch Leben. Das ist halt ziemlich blöde, dass wir gleich so viel Leben verlieren. Das ist halt echt blöde. Ah ja, jetzt hat es uns zweimal geklappt. Das ist doch mal gut. Der ist auch bald weg, der Deck ist. Ich muss noch erst hinterherkommen mit meinem Hammer. Aber mir gefällt echt nicht mal, dass niemand so viel Leben hat. Ich hätte, glaube ich, mehr Pilze mitnehmen sollen, irgendwie davor, wenn ich zu so einer Burg gehe. Man braucht Ausrüstung, das habe ich mir falsch gemacht diesmal. Dass ich die Ausrüstung eben nicht habe. Aber was ist hier? Mais bringt auf den Gegner, solange der Action-Command stimmt. Okay, 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 cool, cool, cool. Jetzt sollte man auf jeden Fall aktivieren. Gut, hier habe ich erstmal meine Ruhe. Das ist. Ach komm, nein, ich will. Doch nur mein Menü öffnen. Alter. Hä? Wie kann man denn jetzt das Menü öffnen? Ich könnte mir doch mit X immer öffnen, spinne ich jetzt. Und halt mit Plus. Ich wollte nämlich. Welche Idee kann ich nicht. Nee, aber Multimod kann ich noch machen, das ist super. Ja, ich habe leider noch zwei Pilze dabei. Wenn ich mir so ansehe. Wie viel KP ich noch habe, werde ich den Fall leider Gottes nehmen müssen. Hilft ja eigentlich nichts. Aber noch einen, falls wirklich mal brenzlig wird. Und dann passt fürs erste wieder. So, Nananu. Diese Knochen erinnern mich irgendwie an meinen Vater, ganz bestimmt. Oh mein Gott. Vater? Na, boah, nein. Aber, Mario, mein Vater hat ja noch einen Brief in der Hand. Was sollen wir tun? Willst du den Brief lesen? Ja, lesen wir. Gut, lassen uns lesen. Also, ich wollte gegen Logat kämpfen, aber jetzt ist mein eigentliches Ende nah. Oh nein. Immer konnte ich herausfinden, dass Logat einen Schwachpunkt hat. Der schreckliche Logat führt ein Tier, das mit F beginnt und mit Sch endet. Wüsstet. Wie wär's mit Fisch? Ein Item,
das diesem Schwachpunkt ausnutzt, befindet sich in dieser Burg. Um Lugard zu besiegen, muss man dieses Item bloß erst einmal finden. Lugard ist auch lästig. Gerät sie in Gefahr, so stellt sie ihren Gegnern Fallen. Lass dich im Kampf nicht überlisten. Verlass dich auf deinen Instinkt. Missverlass die Kraft. Und beende ich diesen Brief. Und einen Gruß an meinen Sohn Colorado. Ich werde dich immer lieben. Nanu? Colorado? Nicht Copio? Anscheinend war das doch nicht mein Vater. Ob die Knochen da drüben wohl die von meinem Vater sind, würde ich es mal lieber nicht weiter hinterfragen. Also, sie brauchen etwas namens Fisch. Und das muss man jetzt also finden. Ich weiß nicht, irgendwie, man kann die, doch. Nee, los kann man hier nicht, aber man kann nur was ansehen. Hehehe, diese Burg ist so betreten, zeugt von eurem Mut und von eurem Leichtsinn. Doch euer Abenteuer muss an dieser Stelle enden. Ihr hört den Ruf der Gruft. Ach du Heilige. Was sind das für Typen? Mau, das ist gar nicht gut, die drängen uns zurück, was sollen wir tun? Okay, lassen wir die erstmal sein und ich will ins, hab keinen Bock auf diesen Kampf. Das gibt's zu essen hier. Oder sowas von Flucht. Erstmal ist taktisieren einfach sinnvoll, aus zu fliehen. Aber jetzt gehen wir doch mal hier oben lang, weil ich glaube, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Schau doch mal, wo es uns hier hinführt. Ich habe keine Ahnung, wo wir da hinfliegen, aber wir werden es ja gleich sehen. Am Ende geht es ja wirklich schon wieder zurück. Okay, dann wäre es ja gleich wieder zurückgegangen. Ist die Frage, ist das wichtig? Vielleicht gibt es einen Fisch, der wirklich auf dem Teil, wo wir schon vorbeigelaufen sind. Und deswegen müssen wir jetzt quasi wieder auf die andere Seite. Weil die Treppe ist da so nicht ohne Grund. Das hat ja alles seinen Sinn. Auch den Fakt, dass wir darüber zurückkommen. Vielleicht müssen wir das erst nachhaltig ich damit durchgeführt haben. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte es jetzt auf jeden Fall so mal ausprobieren. Hier gehen wir einfach jetzt mal rüber. Boah, es ist Wahnsinn. Ich habe gerade gebaut, das ist halt echt laut. Ah, nee, wisst was, deswegen. Aber heute ist ja doch das beste wieder, das nächste ist, das muss ich gerade mal super aufnehmen. Deswegen ist jetzt diesen Part an dir schon beendet, liebe Leute. Den Fisch oder was auch immer von unbelohntes Tier das ist, den werden wir hoffentlich im nächsten Part finden. Und dann dem Boss, der Boss wird mit der offenen Schlüssel Vater von dem kleinen Kupi auf dem Gewissen hat, was eine sehr schlimme Sache ist. Ich bedanke mich nun fürs Zusehen und diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao!